Moin moin und weiter geht's mit Wild Hunt, The Witcher 3. Und habe ich da oben schon das Dingens? Ja, ist ja nicht mehr weiß. Und weiter geht's hier mit den Druiden aufs Gallige. Und Yennefer. Ciri ist mir auch wichtig, das weißt du sehr gut, verdammt nochmal. Aber die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Ja. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Es hat also niemand die Maske je benutzt? Nein, aber... Du weißt also nicht, ob und wie sie funktioniert. Doch, die Mythen berichten davon. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ich werde Yennefer nicht in Schutz nehmen. Dann tu's auch nicht. Aber versetz dich mal in ihre Lage. Sie will dich damit nicht ärgern. Sie macht es wegen Ciri. Ich weiß, dass es hier um Muttergefühle geht. Aber das ist keine Rechtfertigung. Die Maske von Ouroboros gehört Skellige und sollte für das Wohl der Inseln genutzt werden. Wenn Yennefer die Maske benutzt, verliert sie ihre Macht und... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Oh nein! Verdammt! Wir müssen die Maske neutralisieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Yennefer, was hast du getan? So, jetzt hüpfen wir aber wahrscheinlich noch ein bisschen durch Raum und Zeit. Na toll. Da wo klar, wo schon. Komm her. Die machen wir mit links alle. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Ui. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Nee, du Moment machst nicht. Das sowieso, wann immer du willst. Bis jetzt hat's dir nicht geschadet, oder? Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Blöde Ziege. Hm.
Ich hätte nicht geschadet. Leg die Maske an. So. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Gruselig hier. Ja. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Na denn los? Leg die Maske an. Beweg dich. Ja, mach ich. Gebieterin. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Oh. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Haben wir schon gemacht. Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Hier ist dir scheißegal, oder? Jupp. Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Das ist eine lange Geschichte. Über das ältere Blut und Ciris Fähigkeiten. Hat sie vielleicht die Fähigkeiten ihrer Mutter geerbt? Ciri kann viel mehr als ihre Mutter.
Aber jetzt müssen wir erst einmal herausfinden, was die wilde Jagd auf Hindarsfjall wollte. Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindarsfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Mhm. Wir sehen uns dort. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Na super. Eigentlich hätte ich mal gleich hinterhergehen sollen. Doch vielleicht besser gewesen. Und wieder Schnellreise. Sind wir mal hier nach Hindarsfjall geflattert. Und gucken mal, was uns so hier erwartet. Ach, hier muss ich noch durch. Eieiei. Was hast du zu Jennifer? Ach. Bin noch lange gar nicht da. Mann. Genau, zum Friedhof der Lofoten. Tada! Hey! Grüß dich, Jen. Gut, dass du da bist. Ich krieg schon Frostbeulen. Du hättest dich wärmer anziehen sollen. Genau, richtig. Mhm. Gleich nähst du mir Fäustlinge an den Mantel, hm? Können wir? Ja. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindarsfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Aus dem Weg, ihr Pappnasen. Und ich bin sicher und gesund. Leif, Sohn des Erik. Vielleicht stand es in den Sternen. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid, sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben, vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor, davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden, auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgvarg zu kämpfen. Morgvarg? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgvarg nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören.
Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgvag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch, ein Monster? Du hast Arbeit. Hört das denn nie auf? Ich kann Morgvag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgvag wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgvag und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Aber sicher doch. Hexer. So, ich tippe mal auf Werwolf. Die Bestie ist ein Werwolf. Diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Na klar. Hey, Geralt, komm zurück. So, da haben wir schon mal den Garten. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Genau. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt. Aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Ich dachte, du hättest Einwände. Ich? Bitte. Ich kann sehr umgänglich sein. Yen, sieh mir in die Augen. Was führst du im Schilde? Vieles. Wie ich die temerische Krone erringe und Kaer Morhen unter deinem Hintern wegverkaufe. Jetzt geh schon. Hm.
So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen direkt das Blut des Feiglings tief spielen. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Was sind denn das für Wölfe? Da ist ja der blöde Nebling leichter zu besiegen. So, wie war denn das jetzt? Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Das Ding da in der Mitte muss auf. War hier noch irgendwo ein Hebel? Jetzt gehen wir erstmal hier in die Höhle gucken. Ui. Schlüssel! Ramons, wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, wo ist er? Warum so still, Ramond? Dieb, du, Gauner, Hurensohn, wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten, mieses Arschloch. Oh. Oh, köstlich. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Mhm. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Machst du nicht, du reißt mich nicht in Stücke. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut. Hmm.
womit füttern wir den nochmal? Ich gebe ihm erstmal ein Bier. Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwak, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? No, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich habe schon viele zerrissen. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Werwolf-Speichel. So, jetzt haben wir erstmal Werwolf-Fleisch. Was? Insgesamt 6 Bier. So, hier war doch irgendwo da oben. War ja nicht nur irgendwo eine Kiste oder irgendwie was? Genau, dieses Ding da unten. Idealer Freund, geduldig, nimm den Mund nicht zu voll. Allerdings. So, raus hier wieder. Nachher geben wir ihm das, sein eigenes Fleisch zu fressen. So, ist das Tor offen. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Noch ein dritter Hebel? Nee. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Ob sich das gelohnt hat, hier durchzutauchen. Halt. Da haben wir schon mal einen Schlüssel. Sehr gut. So.
Das war's. Kommen wir wieder zurück. Super. So eine Quälerei, alles nur für einen Schlüssel. Ich muss hier rein. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Okay. Nee, den Werwolf, den treffe ich da drin nochmal. Ich sehe noch irgendwo einen... Lucky Lucky Hebel? Ne, ist gar keine Tür. Ein Symbol von Freya. Unberührt, nichts gefressen. Morgvak verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Jetzt ist er dran. Ich bin zurück. Ich komme immer zurück. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte. Als ob ich Feuer geschluckt hätte. Als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie. In kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prahlst du nur? Die Moral ist... Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu holen. So, jetzt nieten wir ihn um. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Jetzt erlösen wir ihn. Nochmal. Will ich nicht gegen ihn kämpfen. So, wo ist hier sein Fleisch? Versuch mal das hier.
müsste den Fluch brechen. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Entspann dich, das hier ist was anderes. Es funktioniert. Wehe, wenn nicht. Ich zerreiß dich. Zerfetz dich. Was hast du getan? Das war dein eigenes Fleisch. Das lässt der Fluch nicht zu, soweit ich weiß. Hurensohn! Hast mich betrogen, Schwindler! Kaum. Wolltest du nicht, dass ich den Fluch breche? Na bitte. Nee, jetzt habe ich die Quest geändert gerade. Das war gar nicht so gut. Namenslos, das müssen wir weitermachen. So, jetzt fangen wir erst nochmal den Spuren. Ach, guck mal hier. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Das Blut des Feiglings. Das Blut des Feiglings. Noch mehr Blut vom Feigling. So, der muss jetzt hier irgendwo rumkrepeln. Da ist er. Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Yen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Yen, das ist doch sinnlos. Sinnlos ist diese Diskussion durchs Gitter. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Yen, charmant wie immer. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Oh, Molchauge. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus. Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Also sollten wir besser fertig sein, ehe sie merken, was passiert. An die Arbeit. Selene, Davida! Von Lofoten.
Sie habe einen Namen. Sial. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Du bist wach. Und ich dachte schon... Wo bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindas Fjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich? Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Und wo ist er? Mein Freund? Der ist vor einer Weile losgezogen. Hat gesagt, er müsse ein Boot finden. Warum trägt er diese Maske? Stimmt was nicht mit seinem Gesicht? Nein, er will nur nicht, dass andere es sehen. Wie lange habe ich geschlafen? Fast einen Tag. Heute früh haben wir dich reingeholt. Jetzt bricht die Nacht an. Verdammt, zu lange. Du musstest dich dringend erholen. Hast einiges durchgemacht, oder? Hast ein paar hässliche, frische Narben. Wie bitte? Du hast mich ausgezogen? Was sollte ich machen? Du warst doch völlig durchnässt. Außerdem musste ich nachsehen, ob du verletzt bist. Hm? Und ob meine Brüste mit Fuchsteig eingeschmiert werden müssen? Nicht doch. Das waren meine Mutter und meine Schwester. Ich würde nie wagen. Ich schwör's. Bei meiner Ehre. Schon gut. Ich glaub's dir. Hilf. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich ihr hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna! Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Nein, das ist nicht nötig. Es geht mir prima. Hey! Prima? Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Und das ist auch kein Wunder, steif gefroren wie du bist. Aber keine Bange, Mama und ich kümmern uns darum. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben.
Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt. Skjal kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten. Aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack. Nichts zu danken. Komm jetzt. Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm. Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. So. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Wie ich? Jetzt schnackt man nicht so viel. Und zwar an der Stelle ist für die Folge Feierabend. Und Ciri tauchen wir dann in der nächsten Folge wieder auf. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Reinklicken. Und wir sehen uns doch hoffentlich in Teil 28 wieder. Bis dahin, tschüss, euer Olli.